herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Und zwar, ich möchte heute mit euch zusammen Harz- und Acrylsteine unter die Lupe nehmen. Ich möchte heute kein Video machen, was ich persönlich besser finde, oder ich möchte auch nicht hier irgendwie jetzt sagen, ja, ihr müsst das kaufen, weil das ist auf jeden Fall besser, sondern ich möchte einfach vergleichen. Ich möchte hier einen objektiven Vergleich mit euch machen, was ich so gelernt habe in meiner Painting-Zeit, was mir aufgefallen ist, was ich gelesen habe, was ich erfahren habe, vielleicht von anderen Quellen her. Ich werde euch auch ein Quellenverzeichnis hier unten in die Infobox reinsetzen. Da werdet ihr dann die Quellen finden, bei denen ich nachgelesen habe, woher ich meine Informationen habe. Natürlich ist es auch eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe in der Zeit meiner Painting-Zeit sozusagen. Und da könnt ihr aber auch gerne mal nachschlagen. Und ja, als erstes würde ich sagen, wir widmen uns dem Thema Grundstoff, also aus was besteht Acryl und aus was besteht Resin, also Harz, Kunstharz. In unserem Fall ist es einmal ja Acryl und einmal Kunstharz. Und zwar habe ich auf Wikipedia herausgefunden, dass Acrylharz ein thermoplastischer Stoff ist. Das heißt, das ist eine Sammelbezeichnung für Substanzen, die sich chemisch durch Acrylgruppen auszeichnen, wie zum Beispiel Acrylsäure oder Acrylsäureester. Und diese Stoffe können durch Hitze verformt werden, also sind quasi durch Hitze, können die immer wieder, auch wenn sie ausgehärtet sind, können die immer wieder sich verformen. Und man kann sie neu einsetzen. Das heißt, man kann ja zum Beispiel, Polymere ist ja plastisch in dem Sinn. Und wenn man das quasi erhitzt, kann man ja zum Beispiel aus einem Altplastik ein neues Plastik machen. Das gibt es ja zum Beispiel, Frosch macht das ja zum Beispiel. Es gibt ja viele Händler, die das ja auch extra hervorheben und da natürlich auch im Thema Umwelt einfach auch ein bisschen bewusster umgehen wollen mit ihren Produkten und daher Altplastik benutzen und kein neues in die Welt schaffen. Im Grunde sind es alles Polymere. Und wie gesagt, bei Acryl ist es so, dass es ein Thermoplast ist. Das heißt, mit Hitze kann man diesen Stoff verformen und verändern. Und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, auch aus Wikipedia, und zwar synthetisch, also künstlich hergestellte Harze bestehen aus zwei Hauptkomponenten, die Wärmevermischung, die Vermischung beider Teile, Harz und Härte, ergibt eine reaktionsfähigere Harzmasse bei der Härtung. Und das ist ein Duroblast. Das heißt, nachdem es in Verbindung mit Hitze gekommen ist und es danach ausgehärtet ist, also nachdem der flüssige Bestandteil ausgehärtet ist und die Viskosität erhöht worden ist, dadurch entsteht ein Duroblast. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht mehr verformbar. Das heißt, sobald es einmal ausgehärtet ist, kann man es durch Hitze nicht mehr wieder verformen. Das heißt, es ist hitzebeständig sozusagen in dem Sinn, nachdem es ausgehärtet ist. Das spricht für eine hohe Viskosität, das heißt für eine hohe
ja, wie sagt man, wie kann ich es am besten durch ausdrücken? Durch eine, also es spricht dafür, dass es halt eine hohe Dichte hat, dass es eine hohe Teilchendichte hat. Das heißt, dieser Stoff ist sehr fest. Acryl ist auch sehr fest. Also es gibt, und Acryl wird vorwiegend ja auch benutzt für die im Bereich Künstler, also im Farbenbereich. Und wird da mit verschiedenen Stoffen halt flüssig gehalten. Und wir kennen ja dieses typische Acrylfarbe. Da ist auch der Stoff Acryl mit drin. Ja. So, also dann haben wir das Thema Stoffe. Jetzt ist es so, ich habe jetzt einfach mal zwei Farben rausgesucht. Eine dunkle Farbe und eine helle Farbe und jeweils Acryl und Harz. Und wir vergleichen jetzt einfach mal die optischen Merkmale von Harz und Acryl. So. Und zwar fangen wir an als erstes. Ich habe mir da schon vorbereitet. Und zwar habe ich hier einmal, das sind Harzsteinchen in 823. Und hier habe ich Acryl. Also das habe ich jetzt einfach von zwei Bildern genommen, die ich gerade am Painten bin. Das sind Acrylsteine. Hier ist Harz und hier ist Acryl. Und jetzt können wir schon mal vergleichen. Also, wir schauen uns diese Steinchen mal an. Beziehungsweise wisst ihr was? Ich zoome euch ein bisschen ran. Das ist, glaube ich, einfacher. Dann kann man das nämlich direkt auch schön sehen. Und zwar, wir haben hier Harzsteine. Was uns hier direkt auffällt, ist, dass die richtig schön funkeln. Wir haben eine schön gleichmäßige Struktur. Hier erkenne ich auch keine Nasen. Oder sonstige Merkmale. Ich habe das wirklich jetzt da raus reingekippt. Also ihr braucht da jetzt nicht denken, ich habe das jetzt nur die guten da reingesetzt oder so. Ich habe das wirklich da rausgekippt. Man sieht auch, dass man gleichmäßige Kanten hat. Das liegt auch, denke ich mal, an der Beschaffenheit des Materials. Dadurch, dass es sehr fest ist, lässt es sich sicherlich auch sehr gut schneiden. Genau. Jetzt schauen wir auch noch mal in die Tüte. Vielleicht wisst ihr was, ich mache euch jetzt hier auch noch mal in ein Schälchen ein paar rein. Und zwar will ich die jetzt auch noch mal von hinten mit euch betrachten. Und dafür müssen sie ja nicht in der Reihe liegen. Und was man hier sehen kann, sie sind richtig schön glatt unten. Also sie spiegeln sich schon fast. Genau. Und dann kommen wir einmal hier zu Acryl. Auch hier haben wir einen schönen Glanz. Was aber direkt auffällt, dass er nicht ganz so funkelig ist wie jetzt. Also seht ihr das? Das Harz wirkt, das Acryl auf der rechten Seite wirkt etwas matter. Funkelt auch. Das Funkeln hat vor allem was mit dem Schliff zu tun. Es gibt einen 3D-Schliff. Und einen 5D-Schliff. Also ich würde euch auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Diamond Painting Bilder kauft, dass ihr darauf achtet, dass ihr auf jeden Fall einen 5D-Schliff habt. Das ist nämlich also diese Facetten, die da geschliffen werden. Es werden mehr Facetten geschliffen, wenn es 5D ist. Und dadurch bekommen die natürlich mehr Spiegelreflexe, also mehr das Sonnenlicht kann auf
auf mehrere Flächen drauf scheinen und dadurch glitzert es auch mehr. So, jetzt schauen wir uns die an. Was fällt uns da direkt auf? Also ich sehe, dass wir hier zwischendurch mal unterschiedliche Größen haben. Ich hole mir mal kurz eine Pinzette. Warte, ich bin gerade rausgegangen aus dem Bild. Und zwar sehen wir, dass wir hier zum Beispiel einen großen Stein haben. Seht ihr das? Man sieht auch, dass er hier so kleine Ausläufe hat. Das heißt, dass er unten etwas ausgeschmolzen ist. Das fällt mir jetzt direkt auf. Also man sieht hier, oder hier haben wir zum Beispiel einen ganz kleinen Stein zwischendrin. Und hier seht ihr das hier zum Beispiel bei dem hier. Ist auch so ein typisches Merkmal für Acryl. Diese ovale Kante. Ich lege es mal so. Gucken, ob man es aber fokussiert. Ja, seht ihr hier oben diese Einbuchtung, diese leichte Verformung nach innen? Das ist auch ein typisches Merkmal für Acryl. Deswegen ist es auch immer schwierig, Acrylsteine mit der Pinzette aufzunehmen. Weil die Kanten, jetzt sieht man hier auch, wenn ich das so hochnehme, dass hier an der Kante auch jetzt so eine kleine Mini-Nase ist. Und nur wenn die Kanten wirklich ganz glatt und fest geschliffen sind, schauen wir mal hier. Also ihr seht, die lassen sich schwer aufnehmen. Das ist auch ein Merkmal dafür, dass man das halt nicht so gut aufnehmen kann. Ich zeige es euch jetzt mal bei den Resinsteinen, also bei den Harzsteinen. So, seht ihr? Probieren wir mal 3 Stück. Es klappt nicht immer, aber es klappt auch. Und das ist auch ein Merkmal. Daran sieht man auch, dass die Kanten schön gerade sind hier beim Resin. Und beim Acryl manchmal nicht ganz gerade ist. Auch was man mit dem Auge nicht unbedingt direkt gleich erkennen kann. Also so auf den ersten Blick sehen sie ja schön aus. Und sie sitzen auch schön drin. Jetzt mache ich mir auch mal nochmal in ein extra Schiffchen. Das ist ja Harz, das ist Acryl. Ein paar Steinchen, damit ihr einfach auch, dass wir uns den Hintergrund auch anschauen. Was fällt uns direkt auf bei dem Hintergrund von Acryl? Wir haben in einzelnen Steinchen haben wir hier solche Punkte drin. Wo ist es jetzt hin? Na? Die haben wenig Punkte, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel haben wir eins. Seht ihr hier diesen Punkt in der Mitte? So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Das ist immer ein Zeichen für Acryl. Also ihr könnt darauf gehen, wenn ihr hier hinten diese Punkte drauf habt, oder hier ist auch nochmal eins. Das sieht man fast noch besser. Wenn ihr hier hinten die Einkerbungen habt, das ist immer ein Zeichen, dass ihr Acrylsteine habt. Das ist ein klarer Indiz dafür. Hier ist auch nochmal eins. Und was man auch merkt, ihr seht, die Schliffkanten sind deutlich matter. Also ihr seht, dass hinten der Stoff durchaus matter und man sieht hier auch ganz klar, ich finde von hinten sieht man es tatsächlich auch am besten,
dass man, muss man jetzt hier, weil ich so nah dran, dass man hier auch so leichte, ja, hier so leichte Verformungen hat. Also von hinten sieht man die Schnittkanten am besten und das ist doch eher so rundlich, ganz leicht so rundlich. Hier auch, also man merkt, ich finde, dass man das richtig sieht, dass von hinten das so ein bisschen runder ist. Ich zeige euch mal die anderen Steine nochmal von hinten, dass man das mal so einen Vergleich hat. Seht ihr, hier sieht man richtig, wie scharfkantig hier die Steinchen sind im Viereck. Und hier finde ich, dass man hier so zwischendrin auch welche hat, die so ja, ein bisschen rund wirken an der Kante. Genau. Das jetzt von oben und von unten betrachtet. Das gleiche machen wir jetzt auch mal nochmal. Ich kippe das mal kurz zurück. Beziehungsweise, nee, ich habe noch zwei Schiffchen, perfekt. Da kann ich das mal drin lassen. Vielleicht braucht man es gleich nochmal. So, jetzt haben wir mal die dunkle Farbe betrachtet und jetzt machen wir mal die helle Farbe. So, da habe ich einmal Resin. Einmal Acryl. Jetzt ist es so, bei den hellen Farben fällt euch vielleicht jetzt nachher auch gleich auf, dass man da ganz schnell merkt, dass die anders das sind. Also was heißt anders? Wir gehen es mal zusammen durch. So, hier haben wir einmal, jetzt schauen wir uns einmal den Glanz an. Auch die funkeln schön. Dann schauen wir uns die andere Farbe an. Also die ist beides. Also ist beides die. Das ist einmal die 365 und das hier auch. Aber ich habe es nicht draufgeschrieben. Aber ich habe die hier aus dem, also 3865. Ja, vielleicht mal so jetzt dazulegen. Genau. Sind also beides ist zwar eine farbliche, ein farblicher Unterschied, aber das hat mit der Qualität nichts zu tun. Also beziehungsweise mit dem, was wir jetzt beobachten. Jetzt ist es ein bisschen offen hier, muss man reinmachen. Mit dem hat das nichts zu tun, dass das jetzt einen leichten Farb. Differenz hat. Also das kann einfach passieren, weil es Händler unterschiedliche Steine sind. Genau. Also hier haben wir gesehen, funkelt auch schön. Wir schauen uns jetzt auch mal an. Die liegen hier super gerade. Das Einzige, was ich hier jetzt hier unten habe, wie ihr sehen könnt, habe ich hier so eine kleine Nase. Die hängen sogar zusammen. Das ist auch ein typisches Merkmal. Seht ihr? Die sind nicht getrennt. Das ist so ein typisches Merkmal für Hartsteine. Bei Hartsteinen kann es immer mal passieren, dass mal hier so zwei zusammenhängen. Das kann man sich dann, wenn man will, also ich sortiere sie erstmal aus und dann schaue ich danach. Kann man, wenn man will, sich mit dem Cuttermesser einmal durchtrennen. Muss man halt gucken, dass man die Nasen dann abschneidet. Da hat die Bestandsmaschine nicht richtig gearbeitet und hat das Material nicht ganz durchgeschnitten. Das habe ich aber bisher immer nur bei Harzsteinen gehabt. Also das hatte ich tatsächlich noch nicht bei Acrylsteinen. So, dann nehmen wir uns die Acrylsteine her und was uns direkt auffällt, ich versuche das ein bisschen einzufangen. Was fällt uns direkt auf?
dass sie nicht so funkeln. Ich setze es mal hier in den Vergleich. Sieht man deutlich, dass die matter sind. Also das ist einfach ein Indiz für Harzsteine und Acrylsteine, dass ihr ja, dass sie einfach ein bisschen matter sind. Sie funkeln auch, aber an sich nicht ganz so extrem glänzend wie Harzsteine. Das ist sicherlich auch ein bisschen Händler unterschiedlich. Also es gibt auch Acrylsteine, die wirklich einen schönen Glanz haben. Das liegt wirklich mit am Schliff. Man erkennt auch direkt, dass der, ja, dass der Schliff auch ein bisschen nicht ganz so scharfkantig gemacht worden ist, wie jetzt hier bei den Harzsteinen. Genau. Und was mir bei denen ja auch ganz arg aufgefallen ist, das fällt mir auf, das fällt mir total bei Harzsteinen auf. So, seht ihr das? Oh, rausschmeißen wollte ich sie nicht. Rein damit. Ja. Oh. Also, dass die sich schlecht in die Rillen legen lassen. Seht ihr das auch, wenn ich das so zusammenkipp? Hier kippe ich zusammen und es hält. Das ist auch ein Merkmal, dass die Kanten halt nicht ganz gerade sind und hier wie hier auch so eine kleine Einkerbung haben und dadurch rutschen die rüber. Das heißt, sie bleiben nicht so dicht aneinander. Was jetzt zum Beispiel bei den hellen Steinen nicht so extrem ist, wie jetzt zum Beispiel bei dunklen Farben, wie bei der 823 oder 939 oder die 310, sind die Gleichmäßigkeit der Steine. Also wir sehen hier eindeutig, dass sie hier, also ich habe jetzt hier, seht ihr das? Das ist genau das, was ich meine. Man sieht hier auch zwischen zwei, dass es so ein bisschen nach innen geht. Das ist der Grund dafür, dass die nicht so schön zusammenrutschen. Aber die Gleichmäßigkeit ist schön bei der hellen Farbe. Genau. Jetzt kippen wir uns mal noch ein paar Steinchen rein, um die von hinten zu betrachten. Auch da werden wir wahrscheinlich das Gleiche sehen wie bei den dunklen Farben. Und einmal hier. Zack, rein damit. So. Auch hier sehen wir, dass sie von hinten wirklich spiegelglatt sind. Ich mache ein bisschen auseinander, dass man mehrere sieht, dass sie spiegelglatt sind. Hier haben wir auch wieder ein Merkmal, was total harztypisch ist. Na, jetzt habe ich es verloren. Wartet mal, ich muss es mal ganz kurz da. Und zwar, jetzt soll sie doch fallen lassen. Wo ist sie hingefallen? Jetzt finde ich es nicht mehr. Es gibt es doch nicht. Jetzt finde ich es nicht mehr. Aber ich zeige es euch nachher nochmal. Ich habe ja auch den Ausschuss. Ah, doch, da ist es.
Hat sie nicht umgedreht gehabt und das sieht man nur von hinten. Und zwar, seht ihr, dass das hier so ausgehöhlt ist? Sieht es, glaube ich, ganz gut. Das ist ein typisches Merkmal für Harz. Und was noch ein typisches Merkmal ist, habe ich auch gerade gefunden, hier solchen Trash, also solchen Ausschuss. Das sind wahrscheinlich mal entweder Resttropfen oder Steinchen, die mal Punkte, die mal Steinchen werden wollten. Genau. Aber hier haben wir auch wieder ganz, ganz glatte Kanten. Auch hier. Das ist das zweite, das ist noch nicht. Hängt ja eh zusammen. Kann man das schön aufnehmen. Drei Stück klappt auch nicht immer. Genau. Und dann schauen wir uns mal hier die Hinterseite an. Und wir sehen ganz, ganz viele Löchchen. Hier haben wir ganz viele Löcher, wie ihr hier ja sehen könnt. Ja. Diese kleinen Punkte hinten drin, also eindeutiges Merkmal für Resin. Für Acryl, entschuldigt, für Acryl. Ja, fast alle Steinchen haben das hier bei der hellen Farbe. Es gibt tatsächlich auch Händler, die die Steine mischen. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist, dass die dann halt ja, sich Kosten sparen wollen und dann Acryl und Harz mischen. Die meisten, also was ich die Erfahrung auch gemacht habe, ist, dass die meisten Händler einfach Harz hinschreiben, aber Acryl liefern. Das ist ein oftes Problem, gerade bei den China-Händlern. Ja, also da könnt ihr nicht immer drauf gehen, dass da, wenn da steht Resin ist ja dieses Kunstharz, der kann. Könnt ihr nicht davon ausgehen, dass es da, dass es immer so eintrifft. Am besten, wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, dann schreibt den Händler an. Ja. So, dann haben wir die beiden Merkmale gemacht. Können wir das auch mal auf die Seite machen? Jetzt habe ich noch einen direkten Vergleich gemacht, damit man das auch so ein bisschen sehen kann. Schießen wir jetzt gerade mal noch mal hin. Und zwar habe ich jetzt beide Farben hier oben. Hier oben die erste Reihe ist Acryl und die drunter ist Harz. Und hier oben auch wieder die obere Reihe Acryl, die untere Harz. Dass man das mal schön vergleichen kann. Schauen wir mal erstmal wegen dem Glanz. Also was uns direkt auffällt, ist, dass die dunklen Farben beide glänzen. Bei den hellen, bei dem Creme, da glänzt fast nur die untere Reihe. Hier oben erkennen wir, dass beide Reihen schön gerade liegen. Dass wir beide Reihen schön gerade liegen nebeneinander und schön beide schön gleichmäßig sind. Was aber auffällt, ist, dass die Harzsteinchen ein bisschen tendenziell ein bisschen größer sind. Ja, einfach mal hier ein nebendran direkt lege. Sieht man das, dass der minimal, würde sagen, vielleicht ein Millimeter größer ist. Hier haben wir
einen Unterschied in der Gleichmäßigkeit. Hier sehen wir bei den dunklen Farben, das ist oft ein Merkmal bei Acrylsteinen, dass bei den dunklen Farben etwas Größenunterschiede sind. Hier zum Beispiel, der ist so ein bisschen größer hier. Dann haben wir hier wieder einen, der ein bisschen kleiner ist und hier auch. Der zweite hier. Und hier unten drunter sind alle schön gleichmäßig. Genau, das wollte ich noch mal zeigen, dass man auch sieht, ja, dass ich hier finde, ich sieht man es total. Gerade bei den hellen Farben bei Acryl, die sind oft ein bisschen kleiner, dass hier die Unterschiede sind. Aber auch bei dunklen Farben sieht man es oft. Also, dass sie von der Größe unterschiedlich sind. Nicht alle Steine, um Gottes Willen, aber dass es Größenunterschiede gibt. Ja, haben wir ja auch hier ganz schön gesehen bei dem einen Steinchen, was ich euch gezeigt habe. Wo ist er jetzt? Der so verformt war ein bisschen und nur so ein bisschen ausgelaufen ist, wo einfach ein bisschen größer ist. Sehe ich nicht mehr, ich glaube, der da war es, oder? Ja. Der hier, der hat sich nur umgedreht. Na, komm her, du kleines Steinchen. Ja, da sieht man, dass der so ein bisschen auseinandergelaufen ist unten. Und das, genau dies, das hier verursacht oft das Ploppen. Oder wenn die Leinwand zu eng gedruckt ist. Aber die beiden sind meistens die Ursache dafür, dass es ploppt. Ich zeige euch auch noch mal einen Unterschied beim Bild. Da sieht man es ganz genau. Die Größenunterschiede, wie das sich auswirkt auf der Leinwand. Also einmal habe ich hier Harz. Das kennt ihr ja schon, das Bild. Da, ich zoome euch vielleicht mal ran. Da seht ihr, die sitzen wie Einzeller. Ich mache es lieber bei den hellen Farben, bei den dunklen Farben spiegelt zu sehr. Genau, und da seht ihr auch bei den hellen Farben, die sitzen wie Einzeller, schöne AB-Steinchen. Die sitzen wirklich wie, also wirklich gerade nebeneinander. Also gerade ist jetzt relativ, aber das kommt von mir, vom Setzen. Aber wir haben keine großen Spalten dazwischen, wir haben keine großen Lücken dazwischen, also sieht super aus. Jetzt hole ich noch ein Bild. Das sind nämlich die Bilder, wo ich die Farben rausgenommen habe. Da seht ihr mich ganz genau, den Unterschied. Hier sieht man es ganz genau, hier bei den hellen Farben. Da sieht man, die Steinchen sind einfach ein bisschen kleiner. Das ist wirklich nur ein Mini. Hier bei den dunklen Farben geht es eher, oder bei den bunten Farben. Aber sie sind auch ein bisschen kleiner. Es fällt bloß nicht so auf, weil es dunkle Farben sind. Aber geh mal dran. Seht ihr, hier sieht man auch die Lücken dazwischen, zwischen den Steinen. Genau. Finde ich aber tendenziell, hier geht es tatsächlich noch, finde ich. Also ich habe schon schlimmere Bilder gehabt, wo die Steine noch kleiner sind. Das ist dann wieder eine Händlersache. Das wollte ich euch nur zeigen, damit ihr wisst, okay, ja, wirkt sich wirklich so aus. Wenn ihr denkt, halt auf der eine Millimeter da, was ich da in dem Schiffchen gesehen habe. Wenn ihr sagt, oh ja, okay, den sieht man ja kaum. Aber man sieht ihn. Doch, man sieht ihn auf dem Bild. Jetzt muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er sagt, okay, damit komme ich zurecht oder nicht. Aber ihr seht, es gibt wirklich schöne Acrylsteine. Die Steine liegen ja hier wunderbar schön im Schiffchen. Und ich habe schon viel schlimmere Acrylsteine gesehen. So, jetzt kommen wir mal zu den Merkmalen. Jetzt haben wir die äußere Wahrnehmung mal gemacht. Jetzt bräuchte ich noch ein Schiffchen. Ich schütte jetzt mal eine Farbe zurück, mal hier für dass man das mal kurz
dass ich das euch kurz zeigen kann. So, jetzt machen wir erstmal die Merkmale von Ausschuss bei Harzsteinen. Und zwar schütte ich das einmal hier rein. Ups. Hier habe ich wirklich nur Ausschuss. Das heißt, es sind Steine, die schlecht sind oder irgendwie verformt sind oder sonstiges. Zoome ich euch mal wieder ran. So. Und zwar, das ist jetzt Harz. Also was ich euch schon gesagt habe, was so typisch ist, dass man so tropfenartige Sachen drin hat. Hier wie auch hier so tropfenartige Ausschuss. Auch hier, das hier, so sieht man richtig diese runden Teilchen. So, was natürlich dann, hoppla. Was jetzt auch wieder dieses Typische ist, was ich euch vorhin gezeigt habe bei dem Weißen, aber hier bei dem Grünen sieht man es besser. Das sind die Steine von meinem Josephine Wall-Bild. Hier sieht man ganz deutlich diese Einkerbungen, dass die Steine so ausgeholt sind. Die kann man ja nicht draufkleben, die haften ja nicht auf dem Bild, weil die unten ja keine Fläche haben. Hier ganz arg. Ja. Hier sieht man es auch. Also die habe ich alle aussortiert. Und was so richtig typisch auch ist für Harz, das liegt am Material, dass es hier solche Luftlöcher sich bilden. So kleine Krater. Ja, hier auch. Das sind so richtig, das sind Lufteinschlüsse, die nicht richtig hier ganz extrem. So richtig Vulkanlandschaft. Ja. Hier habe ich halt die ausgehöhlten. Hier habe ich wieder so einen Tropfen. Genau hier, wie hier. Also das ist auch so typisch für Harz. So diese drei Merkmale könnt ihr euch merken. Einmal, wenn ihr hier solche ausgehöhlten vorfindet, dann wisst ihr, okay, ja, das sind Harzsteine. Das hat man bei Acryl nicht. Bei Acryl hat man nur diese Punkte hinten drin. Genau, hier haben so gebrochene Teile. Aber das hatte ich auch schon bei Acryl. Also das hatte ich bei beiden. Ja, und hier bei den Nasen ist auch typisch für Harz, wenn die Nasen haben. Allgemein Nasen sind immer Trennungsprobleme. Das heißt, es wurde von der Maschine nicht richtig getrennt und es ist vielleicht dann bei Zusammenschütten auseinandergebrochen, aber der Mittelsteg ist noch vorhanden. Und das nennt man diese Nasen. Das müsst ihr wegmachen, wenn ihr Steine habt, die so sind. Die könnt ihr verwenden mit dem Nagelknipser, könnt ihr es abschneiden oder ihr könnt es mit dem Cuttermesser entfernen. Ja, aber es kommt definitiv weniger vor als bei Acryl. Genau, das ist jetzt der Ausschuss von meinen Harzsteinen. Also daran erkennt ihr es. Acrylsteine Ausschuss habe ich jetzt leider gar nicht so viel, aber ein bisschen habe ich was, um euch zu zeigen. Weil ich das Bild... Josephine Wall habe ich jetzt schon fast fertig gepainted. Das heißt, ich habe da deutlich mehr Steinchen natürlich aussortiert. Das ist ja ein großes Bild von 65 mal 80. Und wo ist jetzt mein anderes Döschen? Da. Und das ist jetzt der Ausschuss von meinen Dicks. Auch hier haben wir ganz deutlich zu sehen so Bruchteile. Hier haben wir wieder diesen typischen Acryl-Auslauf. Das heißt, es läuft nach unten aus. Und was auch sehr typisch ist für Acryl, dass sie hier so verformt sind. Das meine ich mit der Rundungen auch, dass es hier so verformt ist an den Seiten. Hier hat man auch noch eins. Seht ihr, dass wie rund das ist an den Ecken? Und hier haben wir wieder so eine typische Nase, bei der die Maschine das nicht richtig abgeschnitten hat. Seht ihr das?
Ja. Und was auch so richtig typisch für Acryl ist, hier in der Mitte. Aber ihr seht, das ist ein anderes Löchle. Ich mache euch mal vielleicht einen Vergleich nebendran. Nicht, dass ihr denkt, ja, das ist ja das gleiche wie bei dem Krater, was ich euch gezeigt habe. Nein, suche ich mir gerade kurz eins raus. Ja. Zack. Das ist ein Unterschied. Also ihr seht hier auch, hier sind richtige Luftlöcher drin, also richtige Löcher, und hier ist es so reingedrückt. Und das ist auch so ein typisches Zeichen hier auch. Seht ihr es auch? Ist auch so eine Delle oben drin. Das ist so typisch auch für Acryl, dass da solche Dellen passieren. Gucken, was hier hinten ist. Ja, hier auch. Und ihr seht, die sehen immer gleich aus. Bei Acryl ist es ja total unterschiedlich. Einmal so, bei Harz. Entschuldigt. Ich suche mal noch eins raus. So. Jetzt drehen wir das natürlich nochmal um. Na, komm schon. Also ihr seht hier diese Rosanen haben hier immer hier in der Mitte oben drauf diese Eindellung. Und hier bei Acryl, Entschuldigung, bei Harz habt ihr dann solche Löcher, so unterschiedlich. Die können überall auftauchen, wie ihr sehen könnt, vor allem hier bei diesen. Und bei den Acrylsteinen eher so ein Punkt oben. Genau. So, was noch ein typisches Indiz ist für Harz und Acrylsteine, wie ihr das auch noch sehr gut erkennen könnt. Angenommen, ihr habt wirklich eine Top-Qualität vielleicht von Acrylsteinen. Ich nehme es jetzt mal ein bisschen raus. Ich habe hier eine kleine Waage. Und zwar wiegen wir uns jetzt die Steinchen ab. Wir machen das jetzt gerade hier in dem kleinen Döschen. Wir wiegen uns die Steine ab. Und zwar, jetzt muss ich mal mich hinsetzen, dann kann ich es besser. Jetzt haben wir hier einmal Harzsteine. Wir wiegen uns jetzt mal 100 Steinchen ab, damit wir mal, also Harz, das nehmen wir nicht. Harz ist deutlich, also was heißt deutlich, ist schwerer, deutlich nicht, aber ist schwerer als, jetzt habe ich nicht gezählt, das habe ich jetzt hier, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, warum zählt er nicht? Was ist los? Jetzt nochmal. Einmal auf 0. Ja, 1, 2, 3, 4. Doch, geht 4. 5, 6, 7. Ja, guck. Jetzt muss ich mal zählen. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück sind 4. 5. Das heißt 10, 0. Was ist los mit meiner Waage? Gerade eben ging es doch noch. Gerade eben hat es doch 4 Gramm an, 0,4 Gramm angezeigt. 0,04. Zehn. Fahren wir mal weiter. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jetzt ist es weg. Warum bist du jetzt ausgegangen? Boah, diese Waage, ich sag's euch. 32 haben wir gesagt, Hammer. 17 müssten es sein. So. Ist es zu langsam eingegossen, dass er dann denkt, irgendwie es wird nicht gewogen. 16, hier noch einfach eins rumlegen. 17 Gramm. 16, fast 17. Also 32 haben wir, jetzt ist es wieder auf 17. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 Steinchen sind 25 Gramm. Das schreiben wir jetzt mal auf. 0,25, entschuldigt. Also, Harz, 50 Stück, gleich 0,26 stand dran. So, dann haben wir einmal Harz gemessen. Jetzt machen wir einmal Acryl. Null. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ich tippe das nur immer noch mal zwischendrin an, damit es nicht ausgeht. 40 haben wir jetzt. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 und 50. So. Und Acryl, 50 Stück, gleich 0,23. Also ihr seht, das Gewicht, daran könnt ihr es auf jeden Fall sehen. Acrylsteine sind minimal leichter. Ich meine, das sind jetzt nur 50 Steinchen. Wenn ihr jetzt aber mal, sagen wir mal, 2000 Steine abwiegt, dann seht ihr natürlich den Gewichtunterschied deutlich mehr als jetzt bei 50. Aber wir haben 0,03 Gramm Unterschied. Also 0,03 Gramm, was der Unterschied ist.
von den Acrylsteinen zu den Harzsteinen. Und das ist das, was mir auch noch aufgefallen ist. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt mal genug Anhaltspunkte darüber, was der Unterschied zwischen Acryl und Harz ist. Und könnt quasi so eure Qualitäten der Steine beurteilen, die ihr gekauft habt. Also wenn ihr jetzt ein Bild habt, jetzt habt ihr ja mehrere Merkmale. Ihr habt einmal den Merkmal. Jetzt machen wir mal hier nochmal. Ihr habt einmal den Merkmal. Das ist Harz, das ist Acryl. Ihr habt den Merkmal einmal. Harzsteine sind von hinten ab und zu mal ausgehöhlt. Harzsteine haben kleine Löcher obendrauf. Harzsteine können ab und zu mal so aneinander hängen. Das habe ich jetzt ich persönlich bei Acrylsteinen noch nicht erlebt. Das ist jetzt eine persönliche Erfahrung. Also das ist jetzt nichts Wissenschaftliches. Ist auch hier kein Vergleich. Und Harzsteine haben öfters mal so Tropfenformen in ihrem Ausschuss. Und der Glanz ist etwas intensiver bei Harzsteinen. Bei Acrylsteinen haben wir gesehen, dass die Kanten etwas verformter sind als bei Harzsteinen und dass die Acrylsteine hinten zum Teil kleine Löcher drin haben. Nicht alle, wie ihr gesehen habt, vor allem bei der blauen Farbe. Bei der weißen Farbe wird er ein bisschen extremer. Ja, genau. Was bei Harz noch ein Merkmal ist, dass ab und zu mal obendrauf so kleine Tropfen, also so kleine Löchchen, so kleine Einkerbungen sein können. Genau. Und Acrylsteine sind vom Gewicht her leichter als Harzsteine. Das liegt aber auch daran, das haben wir ja ganz am Anfang, habe ich euch das ja auch erzählt, Harz hat eine höhere Dichte, also Teilchendichte. Das heißt, der Stoff ist dichter und kompakter, das macht ihn ein bisschen fester. Und Acrylsteine haben nicht so einen festen Stoff, und daher sind die ein bisschen leichter. Wie gesagt, wir haben jetzt nur 50 Gramm abgewogen, deswegen ist der Unterschied auch sehr gering hier. Aber wenn ihr mal so 200 Steinchen abwiegt, dann zählt das noch ein bisschen mehr. Ich habe das tatsächlich ausprobiert, da war dann der Unterschied schon bei 5 Gramm, 0,05. Genau, das hatte ich auch schon ausgetestet. Im Vorfeld hatte ich mich 100 abgewogen, aber ich wollte jetzt für das Video natürlich nicht ewig viele Steine abzählen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich auch alles erzählt habe. Was auch noch ein kleiner Indiz ist, was ich aber nicht unbedingt daran festmachen würde, ist, dass Harzsteinchen sich schneller statisch aufladen. Hier seht ihr das zum Beispiel hier an der Tüte. Die sind ein bisschen statisch aufgeladen. Es geht tatsächlich hier noch bei der Farbe, aber die sind dadurch, dass sie so an dieser Tüte haften, sind die ein bisschen statisch aufgeladen. Das habe ich euch wahrscheinlich noch immer nicht rausgezoomt, gell? Ja. Ja, also das kann aber auch bei Acrylsteinen passieren. Auch Acrylsteine können sich aufladen. Das liegt einfach an der Reibung. Wenn das hier so immer unterwegs ist und es hat vielleicht sogar eine lange Anreise und es bewegt sich und reibt sich aneinander, dann kann einfach eine statische Aufladung passieren. Das ist völlig normal. Ich werde euch auch noch ein Video machen und in dem zeige ich euch mehrere Methoden, wie ihr so eine statische Aufladung runternehmen könnt von den Steinchen. Genau. Ja, ihr Lieben,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ihr könnt euch jetzt quasi im Klaren sein, habe ich jetzt ein Bild mit Harzsteinchen oder habe ich ein Bild mit Acrylsteinchen? Aber man kann nicht tendenziell sagen, Acrylsteine sind schlechter. Sie haben einfach eine andere Substanz und haben daher auch andere Merkmale. Aber es gibt wirklich gute Firmen, die gute Acrylsteine herstellen. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und ich freue mich über euer Feedback. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch ein Merkmal oder einen Tipp, den ihr festmachen würdet an einer bestimmten Sorte von Steinchen. Dann schreibt das gerne hier unten in den Kommentaren rein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bis nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch heute noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr natürlich das Video anschaut. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.